Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Mickey Epic. Ja, Part Nummer 3. Im letzten Part haben wir Wendy befreit und auch Goofy. Ach ja, ach ja. Und wir werden jetzt auch erstmal wieder zurückgehen, weil wir haben auch gleichzeitig ja den Glückskreuzer von Dagobert gefunden. Deswegen gehen wir ihn den einfach mal direkt ab, um zu gucken, was er dann macht. Das gibt's doch nicht. Du hast es geschafft, Mickey. Oh, mein Glückskreuzer, ich dachte, ich hätte ihn unwiederbringlich verloren. Küsst Münze. Diese alte Münze war mein allererster Kreuzer, aus dem mein Vermögen entstanden ist. Ah, ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ich muss dir was für meine Mühe zahlen. Also hier, und herzlichen Dank für den Kreuzer, mein Freund. Deine Gesundheit hat sich verbessert. Okay, ja, das wie in der Herzcontainer, sehr gut. Nimm mal mit. Mickey verfügt jetzt über mehr maximale Gesundheit, indem seiner Gesundheitsanzeige ein zusätzliches Herz hinzugefügt wurde. Genau, ist doch logisch, gell? Alles klar. Und ich sehe, okay, die Räume verändern sich halt, wenn man die halt aufstuft. Okay, alles klar. Hey, gibt es immer noch was zu tun, nicht wahr? Obwohl ich zugeben muss, dass es immer mehr aussieht wie mein Büro zu Hause. Okay, ich könnte auch hier wieder verbessern. Na komm, machen wir einfach mal. Ich meine, warum auch nicht? Oh ja, okay. Da ist schon der Geldbeißer im Hintergrund. Ja, ja, du bist wieder da. Ich bin sehr beschäftigt, mein Freund. Also mach dich hier auf den Weg. Danke, Gott. Ja, ja, klar. Ah, jetzt hat er auch seinen Shop hier. Okay, Gesundheitserweiterung für 180. Erhöht Mickeys maximale Gesundheit durch ein zusätzliches Herz in seiner Gesundheitsanzeige. Können wir auch direkt mitnehmen, oder? Wirbelangriff Schaden 1. Erhöht den Schaden, den Mickey im Wirbel... Okay, kann man Upgrades kaufen. Hüpfangriff Schaden. Erhöht den Schaden Mickeys Farbangriffe. Verringert die Menge an Farbe, die bei Mickeys Farbangriff verbraucht wird. Das sind keine... Das finde ich gerade cool. Das sind ja keine Items, die man kauft, sondern das sind ja wirklich Upgrades, die man halt dauerhaft hat. Erhöht den Schaden Mickeys Verdünner verursacht. Verringert die Kosten des Verdünners, die bei Mickey verbraucht wird. Okay. Schatzjagd 1. Verbessert, wie oft besiegte Feinde nach dem Angriff zusätzliche Schätze fallen lassen. Das müsste ich eigentlich upgraden, weil ihr wisst ja, je mehr Schätze, umso mehr schneller kann man sich das Zeug hier kaufen, gell? Dann würde ich sagen, ja gut, dann passt es. Dann mache ich eine Gesundheitserweiterung und nehme auch die Schatzjagd dazu. Oh, okay, ich merke schon, der Preis steigt hoch. Es gibt jetzt schon Schatzjagd 2 hier. Kostet direkt mal 800. Okay, die Zahl steigt exorbitant hoch. Das war jetzt 180 und das nächste kostet 1500. Alles klar. Gut, dann wissen wir ja, für wofür wir Zeug sammeln. Ich frage mich halt nur, ob ich überhaupt diese Menge an Zeug überhaupt zusammenkriege. So, ich werde aber nochmal mit ihm quatschen, weil ich glaube, unten werden nämlich Aufrufezeichen angezeigt und da gibt es auch immer bestimmte Missionen oder so. Jetzt brauche ich noch ein Schild, das den Namen Duck würdig ist. Oh, ich glaube, ich kenne da jemanden, der helfen kann. Ach ja, sag ihnen, sie kriegen im Laden Rabatt. Ah, wie wär's mit deinem Nachlass von einem halben Pfennig? Hm, so hat er gemeint. Du hast recht, das wäre viel zu viel. Er kriegt gleich eine maximale Ohrfeige. Okay. Und Prey reden jetzt dann, dass ich im Shop komme. Alles klar, gut. Dann gucken wir uns gleich mal die anderen an, die wir befreit haben. Also ich glaube, es macht Sinn, nach jeder Mission, wo man Leute befreit, auch wieder hier zurückzukommen. Drücke A, um den Raum zu betreten, natürlich. Donnerwetter, Mickey, ich hätte nie gedacht, dass ich hier wegkomme. Ich wusste nicht mal, wohin. Okay, der sagt nichts anderes. Okay, alles klar. Duppiduppidu. Oh, das Biest hat was für uns. Ne, das Fragezeichen ist wohl die Aufgabe, glaube ich. Keine Ahnung. Sei gegrüßt, tapfere Maus. Ich habe Material für unsere Verteidigung gesammelt. Wir müssen wachsam sein. Ah, ihr wart aber fleißig. Habt ihr nicht zufällig Holz, das ich verwenden könnte? Ich merke übrigens, die Stimme vom Biest ist schwer. doch, ich glaube schon. Aber für welchen Zweck? Nun, es öffnet einen Laden hier in der Festung. Wir brauchen Holz, um ihn zu bauen. Nach allem, was du für mich getan hast, ist mein auch dein. Nimm dir, was du brauchst. Nimm dir. Ich denke immer, die wechseln sich ab beim Reden, aber nee. Du hast ein Schild für Onkel Dagobert. Ja gut, dann können wir das ja direkt mal abgeben, würde ich mal behaupten. Das ging schnell. Ah, mein Freund, dieses Schild wird sich gut machen. Jetzt brauche ich nur noch einen Hammer, Nägel und etwas Farbe. Harte Arbeit ist das Beste für eine ehrenwerte Ente.
Weißt du, das erinnert mich an damals, als ich noch Schuhe geputzt habe. Jetzt schwelge ich wieder in Erinnerung. Als Dank für deine harte Arbeit verwehre ich dir einen Nachlass in meinem Laden. Einen ganzen Pfennig. Ja, wow. Oh, vielen Dank, Onkel Dagobert. Du hast eine neue Skizze. Was, Skizze erhalten? Dagobert Service. Die reichste Ente der Welt schaut vorbei, um Mickey zur Hand zu gehen. Ach, heißt das, dass ich jetzt im Level ihn sozusagen malen könnte, dass ich dann ihn rufe oder so? Ja gut, das mit dem Rabatt war ein Witz. Ja, ja. Okay. Sollten wir mit Bisa nochmal reden hier? Eine undurchdringliche Dunkelheit. Es wäre hilfreich, wenn Lumiere jetzt hier wäre. Ach, hey, Eure Majestät, ich werde mal nachsehen, ob ich ihn finden kann. Du bist eine tapfere Maus. Vielen Dank. Ich bleibe hier und verteidige die Festung. Okay, Lumiere, das ist der Kerzenständer, gell? Alles klar. So, jetzt gehen wir noch eben noch zu Wendy. Hallöchen. Oh, diese Schlosssituationen waren wirklich schrecklich. Danke, dass Sie mich gerettet haben, ehrenwerter Herr. Okay. Okay, alles klar, ihr habt bisher noch nichts. Alles klar. Okay, dann ja, würde man sagen, gehen wir mal ins nächste Level, ja. Ich frage mich auch, ob man irgendwie angezeigt bekommt, ob man alle befreit hat in einem Level. Nicht, dass man da jetzt denkt, man hätte alles und dann wird nichts angezeigt. Jetzt gehen wir auf jeden Fall mal hier ins Nimmerland. Nimmerland-Dschungel. Da wird auf jeden Fall ein Fragezeichen angezeigt, aber vielleicht... Ja, okay, ich sehe es gerade hier. Achso, ich habe nur einen Slot. Ich könnte jetzt hier... Ja, ich könnte halt während der... Wobei, wenn er zur Hand geht, vielleicht macht er auch was anderes, gell? Na komm, ich tu mal ihn rein, wir werden es merken. Also ich hab nur einen Slot, auch wenn da 5 angezeigt werden. Juhu! Oh, ah, die Fledermäuse sind auch Gegner. Yay! Und das meinen sie wohl mit mehr Schaden. Ja gut, man merkt schon, wenn man die dann dreimal treffen muss. Alles klar. Ach so. Ich verstehe schon. Ach so, da kommt man hoch. Okay, warte mal, tun wir hier was frei machen. Einmal löscheln. Ach, da ist sogar Geld drin in den Dingern, okay. Das ist, Na. Das war nicht so gut, hier jetzt runterzuspringen. Da unten ist zwar ein goldenes Teil, aber nein. Achso, da hätte ich auch eine... Ja, okay. Man muss auch echt auf den unteren Spiel manchmal gucken. Weil da auch noch eine unsichtbare Plattform war. Okay, ist immer mit Vorsicht zu genießen, wenn es danach geht. Sagt er und lässt sich natürlich wieder treffen. Was bist du denn für einer? Okay, den kann ich nur abschießen. Würde ich mal behaupten. So. Na. Hä, wie habe ich den jetzt in die Luft geboxt? Weil ich gesprungen bin oder was? Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Ich verstehe schon mal, wie der sich bewegt. Ah, da ist er, Lumiere. Haben wir doch direkt. Du, Alois, wo bin ich? Ich war... Und wo ist meine Herr? Er schickt mich, um dich zu retten. Ich bin Mickey und wenn du mir folgst, bring ich dich zu ihm. Ah, vielen Dank, mon ami. Ich bin Lumiere und stets zu Diensten. Aber ich muss dich fragen, bist du auch verzaubert? Aber warum fragst du? Naja, es ist so, ich habe noch nie eine sprechende Maus kennengelernt. Ja, wir sollten uns beeilen. Dein Herr wartet in der Festung, gleich hinter uns. Oh, keine Worte mehr. Du kannst dich auf mich verlassen, mon Kapitän. Alles klar, da haben wir ihn schon mal. So,
Ja, ich habe ihn gerettet. Das musst du mir nicht immer extra sagen, Game. Das habe ich gerade selber festgestellt. So, okay, dann haben wir zumindest mal die wichtige Person hier gefunden. Das ist schon mal ganz praktisch. Oh, was denn hier? Kann ich hier... Also entweder kann ich hier Feuer anzünden, oder... Okay, die Geister sind einfach nur, dass man generell irgendwo hochkommt. Okay, doch, wenn ich in die... Wenn ich springe, dann haue ich in die Luft. Oh, da... Ach so, das ist... Ach, das ist ja hier Rapunzel. Oh, das ist schon viel besser, danke. Tut mir leid, ich weiß nicht, wie ihr heißt. Ja, nun, ich bin Mickey Maus und das hier ist Chimini Grille. Oh, es freut mich sehr, euch zu treffen. Mein Name ist Rapunzel. Das ist die Rapunzel von Verföhnt oder wie das hieß, gell? Ja, wir freuen uns, dass es dir gut geht, Rapunzel, aber du solltest dich beeilen. Hier treibt eine Hexe namens Mizrabel herum. Sie hat dich hier eingesperrt. Wenn du dich in die Festung am Ende dieser Ganges begibst, müsstest du in Sicherheit sein. Ha, eine Hexe. Oh, ich habe schon von Hexen gelesen. Ein sicherer Ort klingt nach einer guten Idee. Ich mache mich gleich dorthin auf. Danke nochmal für die Rettung. Wir sehen uns bei dieser Festung. Alles klar. Vor allem die Haare haben extra ein bisschen nach unten gehangen, gell? Alles klar. Und Rapunzel gerettet. Sehr schön. So, die Frage ist, ob ich hier noch irgendwas übersehen habe. So, gib mir mal deine Kohle, genau. So, geh mal weg, du. Immer wieder gucken, wisst ihr ja. Mal ein bisschen Geld einsammeln. Hier bin ich dann runter. Okay, ne, gut, dann haben wir alles. Ich habe ja auch schon irgendwie, glaube ich, grob festgestellt, dass die Welten gar nicht so super groß sind. Und wir werden es ja später dann merken. Aber bisher kommen mir die Welten so vor, als ob die eigentlich relativ, ja... Es gibt einen Weg oben, es gibt einen Weg unten drum und das war's dann. Und vielleicht ist ja auch festgelegt, dass es immer pro Welt 2 hier Dingens gibt. Das war jetzt nicht so schlau. Ich frage mich eigentlich, spawnen die Gegner eigentlich wieder nach? Müssen sie ja, sonst würde ich nicht mehr nach oben kommen. Achso, nee, ich sehe hier gerade erst eine Plattform. Ich muss auch mal wirklich öfters mal den unteren Screen betrachten. So, machen wir perfekt. Also Gegner spawnen in dem Sinne nicht unbedingt direkt nach, alles klar. Duppi, 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 du. Achso, und da ist jetzt auch noch ein Block, okay. Den habe ich gar nicht gesehen. Aber wie auch immer, nur nach oben guckt. So, macht doch den ganzen Sinn. Sehr gut. Und hoch hier. Oh, hier ist auch was. Das ist, ich glaube, das ist die Form von Tinkerbell, die ich hier gerade male. Oh, das war schlecht. Ja, das, wir haben gerade Tinkerbell gemalt. Was macht sie denn? Oder schalten wir sie einfach so frei? Oder Naseweiß im Deutschen, gell? Oh, hallo Naseweiß, ich heiße Mickey Maus. Ich weiß, dass es hier aussieht wie im Nimmerland, aber es ist nur eine Illusion, die die böse Hexe Mizrabel erschaffen hat. Würdest du uns bitte an einem sicheren Ort genannt die Festung begleiten? Naseweiß, kann ich reden, ja. Wie war das? Du kommst mit zur Festung, wenn Peter Pan auch dort ist? Donnerwetter. Seit wann sagt denn Mickey Maus Donnerwetter? Okay, aber steht trotzdem dran, dass wir sie gerettet haben. Achso, sie bleibt jetzt da sitzen, oder was? Okay. Hihihihi. Ja gut, das heißt aber, dass wir dann hier irgendwo auch noch, na, toll. Dass wir irgendwo auch... Achso, sie fliegt einfach mit, okay, ist ja schon. Achso, sie erleuchtet uns auch den Weg, das ist auch cool. Okay, wir haben hier oben irgendwas. Verstecke darf man ja auch mal begegnen. Ah, Kohle. Ist nicht gerade wenig, deswegen. Hä, da oben ist Tinkerbell und da unten auch. Wie viele Tinkerbells gibt es denn? Sie vermehrt sich einfach. Okay, aber ich frage mich halt, ob der wirklich hier ist. Ich meine, das Level ist ja noch nicht vorbei.
Ich wollte mal auch ausprobieren, was passiert eigentlich, wenn ich hier den Dagobert zeichne. Was? Ach, war ich so schlecht, dass ich... Okay. Der ist gar nicht so leicht zu malen, sein Kopf, weil er viele Extralinien hat. Ach so, okay, ich verstehe schon. Ja, er zeigt, was er kann, gell? Aus seinen DuckTales Games. Sehr cool. Ja, ich merke, also man merkt auch hier oben, die geht mal runter, geht hoch. Ich gucke da eigentlich nicht so wirklich drauf, weil ich mich unten auf Malen konzentriere, aber ich verstehe schon, wie das hier aufgebaut ist. Also es wird natürlich auch mit der Zeit auch ein bisschen schwerer. Achso, sie zeigt uns auch Verstecke, okay. Jedes Mal, wenn ich halt gut male, dann, oder perfekt, dann fühlt es sich auch wieder voll. Okay, ich sehe gerade. Dann werden wir einfach mal hier weitergehen. So, da wäre Lilanes, alles klar. Ja, und Kohle, wie gesagt, bewusst mitnehmen, weil das gibt Upgrades. Vielleicht nächste Mal vielleicht ein Upgrade auf die auf den Angriff. Damit man die Gegner jetzt zumindest mal. Ja, gut, oh, da ist noch, ich glaube, das ist ein Bruder oder Freund von Wendy da oben. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß echt nicht, wie der heißt. Keine Ahnung. Klaus Darling heißt der, okay. Alle Achtung, das war beeindruckend. Danke, dass du mich gerettet hast. Moment, bist du eine Maus? Ah, und ob ich das bin? Ich heiße Mickey und ich bin hier, um dich nach Hause zu bringen. Denn, weißt du, eine böse Hexe hat viele Leute entführt und euch alle hier im Schloss eingesperrt. Eine sprechende Maus, eine böse Hexe? Was für ein tolles Abenteuer. Obwohl ich liebend gerne von hier wieder weg wäre, mit der Maus. Der Gang entlang liegt eine sichere Festung. Wendy ist schon dort und macht sich große Sorgen um dich. Ich möchte sie nicht länger beunruhigen. Ich werde mich sofort bei der Festung melden. Auf Wiedersehen. Alles klar, also okay, das, damit ich die Frage beantwortet, es gibt mehr als drei Figuren pro Welt, gell? Du hast Klaus Darling gerettet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch die den Disney-Film nie so häufig gesehen. Oh, hier ist ja auch noch was zu malen, das habe ich auch hier jetzt erst. Was ist das denn? Ach so, das ist, ja okay, den kenne ich von Kingdom Hearts, das ist halt dieser Fuchsjunge. Gibt es noch so einen Bärenjunge? Also das sind die ganzen... Ach so! Die greifen einfach die... Ah, okay, alles klar. Nee, gut. Was geht denn hier ab? Ich glaube, hier ist ein bisschen Verkehr. Die bewegen sich so im Endlos-Zirkel da. Ja. Achtung. Hey, was soll das denn? Hallo? Schießt er gleich dreimal hier. Und hält ganz schön was aus. Alter, wie viele Treffer? Ja. Nochmal ganz kurz den Block hier wegmachen. Einfach nur mal zu gucken, ob da was ist. Ja. So, alles klar. Und weiter.
Okay, ich sehe schon. Doing, 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 doing. Okay, aber ich habe keinen. Oh. Captain Hook, was machst du hier? Ah, meine Güte, das ist ja Captain Hook. Ganz recht. Und wenn du dumm genug bist, dich mir auf der Jolly Roger zu stellen, dann lass dich Gnade walten und lass dich nur über die Blanken gehen. Okay, ich glaube, nächste Folge Bosskampf oder so, gell? Habe ich irgendwie das Gefühl. Okay, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Mickey Epic sehen wollt oder auf meinen anderen Let's Plays. Nicht immer zu vergessen, die Glocke aktivieren, wenn man reden kann. Die Glocke zu aktivieren bei YouTube, damit ihr auch keine weiteren Videos verpasst. Und auch nicht vergessen, dass ich jeden Mittwoch bis Samstag auf Twitch streame. Falls ihr da Zeit und Lust habt, würde mich natürlich freuen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao. What?